Hallihallo, lieber Vegan Athlet, wie gut geht es dir? Hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und ich stelle dir eine kurze Frage. Möchtest du deine Entgiftung und die Leber- und Galle-Funktion gefördert haben? Möchtest du stärkere Abwehrkräfte? Möchtest du ein Upgrade in deinem seelischen und körperlichen Wohlbefinden? Dann höre jetzt genau zu, denn dann habe ich das richtige Produkt für dich, was gleichzeitig noch deinen Darm entgiftet. Vor 2 Wochen habe ich eine Leber- und Gallenblasenreinigung gemacht und ich möchte dir nicht erzählen, was da alles rausgekommen ist. Selbst bei mir, der ich dachte, okay, ich ernähre mich immer gesund, ich versuche darauf zu achten, wenig Stress zu haben, versuche Umweltschäden zu vermeiden etc. etc. Trotzdem ist bei mir natürlich eben auch aus 30 Jahre lang nicht so gute Ernährung etc. einiges da geblieben und ich wollte einfach sicher gehen, dass mein Körper mal wieder rein ist, habe diese Reinigung gemacht und das kann ich jetzt eben auch nebenher machen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine komplette Woche irgendwie fasten muss, ohne dass ich eine komplette Woche Urlaub nehmen muss, ohne dass ich nebenher 2 Kilo abnehme, was ich gar nicht wollte. Also das waren eben alles in Anführungsstrichen positive Begleiterscheinungen. Ich war noch nie so definiert. Ja, das kann ich aber machen mit der Amazonas-Darmreinigung hier von dem Matthias Langwasser. Ein Wahnsinnstyp, hatte ihn auch letztens erst im Podcast. Den Podcast findest du unten im Blogartikel verlinkt. Da kannst du auch den ganzen Podcast auf dem Vegan Podcast anhören. Der erzählt unter anderem darum, wie er dieses tolle Produkt erschaffen hat. Das ist ein Produkt, womit du quasi im Alltag ganz nebenbei, ohne irgendwelche Schmerzen, ohne irgendwelche Einschränkungen, deinen Darm komplett reinigen kannst. Das geht in der Regel über 60 Tage. Da sind ganz tolle Sachen drin wie Flohsamenschalen, Papayablätter, Boldoblätter, Löwenzahnwurzeln, die Kurkuma-Wurzel, die Kamu-Kamu-Frucht, Mariendistelsamen. Also alles richtig, richtig gute Dinge, die eben benötigt werden, Bitterstoffe, die benötigt werden, um eine ordentliche Darmgesundheit zu gewährleisten. 69% dieses Pflanzenpulvers sind in Bio. Alles geht nicht Bio zu machen, weil zum Beispiel eben auch Vulkanminerale hier drin sind und die eben es einfach nicht in Bio gibt. Ansonsten ist das Ding hier hochgradig biologisch und richtig, richtig gut. Ich nehme es jeden Tag. Ihr müsst es einfach nur 2-mal am Tag 1 Stunde vor den Mahlzeiten nehmen und müsst auf sonst überhaupt nichts verzichten. Ihr könnt eure Ernährung so weitermachen. Klar empfiehlt der Matthias eben auch eine gesunde pflanzliche Ernährung hier, ist aber nicht unbedingt notwendig. Und so eine Packung hält immerhin bestimmt 1 bis 2 Monate, je nachdem wie viel du davon brauchst und ist eben leicht durchführbar ohne Fasten oder schwierige Diäten. Und jetzt kommt es, alleine dieses Produkt hilft 690 Quadratmeter Regenwald in Ecuador zu bewahren. Und wenn du wissen willst, wie Matthias Langwasser Millionen Quadratmeter Regenwald bereits gesammelt und letztlich geschützt hat, dann hör in den Podcast rein. Hier für dieses Produkt haben wir euch einen super Discount-Code rausgeholt. Den findet ihr im Blogbeitrag oder unter diesem Video verlinkt. Schaut euch das mal an. Die Firma Regenbogenkreis kann ich aus dem tiefsten Herzen heraus wirklich empfehlen. Sind absolut Top-Menschen. Wir haben jetzt über 2 Monate lang mit denen im Austausch gewesen und sie sind einfach phänomenal. Ich empfehle es. Ich nehme es selber seit über 2 Monaten und liebe es. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute und wie ihr mich kennt, als Hardcore Mr. Broccoli Man nehme ich das Zeug natürlich sogar pur. Schön bitter. Euer Christian.